Ja, was soll ich sagen, Leute? Karpfen, Karpfen, Karpfen. Was auch sonst. Ich bin kurz vor Level 41, ziehe jetzt noch mal ein bisschen durch. Noch mal ein paar schöne Karpfen, denn der Bernsteinsee lübt nach wie vor seit einigen Wochen sensationell. Und ob das jetzt auf besonders seltene Karpfen ist, bam, oder jetzt hier gerade frisch wieder hin an dem neuen Spot, gerade relocked nach einer guten halben Stunde, frisch in den Morgen hier jetzt an dem neuen Einsatzspot. Wir gucken mal, was hier an der Stelle geht. So, erstmal direkt hier anheben und schon mal rausziehen. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier an der Stelle geht, was gerade an der anderen Stelle ging. Das können wir uns jetzt ja gleich im Kescher nochmal angucken. Auch nicht so schlecht, wobei das ja eigentlich auch alles mittlerweile breit gelatscht und überall bekannt ist. Letzten Endes ist ja Karpfenangeln auch nichts Besonderes mehr. Es wird irgendwo einen Spot gepostet, einen Kescher dazu gepostet und dann eskaliert das Ganze. Dann gibt man halt Gas, geht an die Stelle, nimmt die gleiche Futtermische, Attacke Vollgas. Und dann lübt das auch. In der Regel, oder? Also wie gesagt, so ganz groß und besonders ist es nicht. Es ist halt immer schön, wenn man hier ein vernünftiges Set hat. Was auch zu empfehlen ist für Leute, die halt nicht so ein geiles Set haben. Gerade hier an dieser Stelle, da macht es dann immer wieder mal Sinn, sich auch hinzustellen. Weil ihr seht das vielleicht hier hinten am Horizont sozusagen. Da ist ja hier quasi schon eine Insel wieder. Wir sind hier in so einem Rondell drin. Das heißt, wenn man hier mit einem Low-Set steht, kann man eben in die Richtung schön drillen. Dass man versucht, den Fisch in die Richtung zu kriegen. Und dann sollte das eigentlich auch mit einem nicht ganz so geilen Set hier gut möglich sein, am Bernie zu stehen und hier ein paar schöne Brocken rauszudrillen. Wenn man hier steht mit einem erwachsenen Set, dann klappt das natürlich deutlich angenehmer, deutlich leichter. Und ja, wobei ich muss sagen, auch eine Trophy oder sowas. In den letzten Wochen hatte ich ja auch ein paar Trophys hier gezogen. Wenn die dann mal nach da oben hin abhauen, dann ist das auch schon mal schlecht. Ist halt so. Dann stehst du hier am Bernie-Alten und kommst wieder ins Schwitzen. Kommst dir vor wie an einer alten Festung mit Level 13 oder was. Katastrophe. Rennst du erstmal schön dem Karpfen hinterher. Also, gucken wir mal eben rein. Ich hatte gerade relocked und mir das Set wieder neu zusammengebaut oder anders zusammengebaut und. Also, vor 9 Minuten hierhin, beziehungsweise gerade eben hierhin, vor 9 Minuten war der letzte Fisch am letzten Spot. Man sieht eine schöne Entwicklung eigentlich. Also es ging halt los mit ganz entspannt mit Schuppenkarpfen, dann ging es halt direkt weiter auch mit Geisterschuppenkarpfen. Mehrfach. Und dann aber auch zwischendurch noch ein paar A-Lande rein und ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das so langsam abdriftete, auch von den Größen der Fische, immer mal wieder so was Kleines dabei war. Zwar dann auch wieder hier nochmal ein paar Geisterschuppenkarpfen, alles ganz nett, aber irgendwie war das nicht so ganz das Wahre. Alles auch mit kleineren Haken ist nicht so ganz meins. Dann doch lieber jetzt wie hier und da bimmelt es auch gerade schon wieder los. Klassisch wieder, was heißt klassisch, was halt in den letzten Wochen sehr gut funktioniert hat. Sehr schön auf Zitrone. Zitrone 18 Pop-Up, Zitrone als Mais, Zitronensäure-Dip und dann hier nochmal ein PVA mit Mais, Zitrone, Zitronen-Pellets, verschiedene Varianten. Das ist nochmal eine alte Mische. Mittlerweile bastel ich auch die PVAs nochmal ein bisschen anders, dass ich mehr auch größere Partikel einbringe. Ich würde zum Beispiel hier diesen 7er Pellet mittlerweile vielleicht gar nicht mehr reinmachen. Da dann lieber eine andere Citrus-Pellet-Art, die dann schön geschreddert und mit reinballern, damit man da noch ein bisschen mehr Variation drin hat. Im PVA macht das Ganze, glaube ich, spannender, vielseitiger. So, da ist noch einer reingegangen, den ziehen wir mal eben raus. Ja, der alte Spot war am Dudu-Baum, so schön genannt, am Druidenbaum, an dem großen, dicken, fetten, an der riesengroßen, alten Eiche. Ich zeige es auch gleich nochmal eben auf der Map. Und wir gucken auch gerade nochmal rein. Das war jetzt, glaube ich, knapp eine halbe Stunde, die ich dann da war. Ich habe gerade schon zwei Fische im Kaffeeauftrag, bin ich die losgeworden. Ein 4 Kilo, 5 Kilo, 5, noch was, genau. 5 Kilo und einen 13 Kilo Fisch. Also, ja, 43 Minuten, 10 Minuten her, also rund 30 Minuten an dem Spot gewesen. Damit ging es halt los bis hier zu dem A-Land. Eigentlich
passt das doch ganz gut. Sieht man das, die Anzahl? Sieht man nicht ganz, aber wir können es eben rechnen. 31 Fische, 32, 33, zwei hatte ich ja verkauft. 32 Fische in der Zeit, also eine wirklich gute Frequenz. 1er Haken und 1-0er Haken habe ich verwendet, mal ein bisschen größer. Und das ging sehr gut. Das Set war ganz simpel zusammengebaut mit einfach nur Kaviar. Kaviar Mais in Gelb hat bei mir die meisten Geister gebracht. Also Kaviar Rot, die ganze Zeit kein Geister. Kaviar Gelb hat alle vier geliefert. Also auch da gar nicht schlecht. Und auf der Map eben hier oben, also wenn ihr hier runterbrettert, hier einmal rüber ans 4,5 Meter Loch. Und dann gib ihm, da sind so große Bäume, dann wirft man da so in den Schatten der Bäume 35 Meter Clip. Wie immer, oder? Ist nicht immer 35 Meter Clip? 35 Meter Clip. So, jetzt hier am 1er Spot, wie gesagt, hier sieht man es auch nochmal ganz schön für ja, Angelruten, die halt noch nicht so viel Tragfähigkeit haben, kann man eben hier schön reindrillen und kann versuchen, den Fisch hier drin müde zu machen. Sollte man auf jeden Fall nutzen, die Möglichkeit. Vielleicht dann auch so ein bisschen schräg sich eher hinstellen, dass man dann so in diese Richtung hier ballert und dann nicht ganz so ins Offene, ne? Ja, jetzt teste ich, wie gesagt, hier die nächste Runde. Das heißt, es geht schon ganz gut los. Alles jetzt auf Zitrone, alles ein bisschen dicker. Das kann jetzt hier alles natürlich auch noch ein bisschen länger dauern, also nicht ganz so schnell vorbei sein. Mit dem Anfüttern kann das auch noch ein bisschen dauern. Und von daher würde ich sagen, warte ich erstmal noch ab. Ich werfe, glaube ich, alle Routen gleich nochmal aus wegen dem PVA. Dass wir dann ausreichend Mische dann auch am Spot haben. Und dann gucken wir mal, ob da gleich noch ein bisschen was Dickes reingeht. Ja, rumgezuppelt wird. Immer mal wieder ein bisschen. Und immer mal wieder, ja, guck dir das an. Immer mal wieder ein bisschen was Kleines. Aber guck dir das an. Also hier, zumindest auch bei dem Wetter, jetzt so leicht regnerisch, kann man sich ja momentan super entspannt hinstellen. Da ist natürlich dann die große Frage, lohnt sich das überhaupt, sich hier hinzustellen mit Zitrone und mit PVA und allem drum und dran, wenn man denn dann nur so kleine Brocken zieht, weil das in Gänze ist natürlich nicht der Burner. Gucken wir mal eben rein hier. Ja, eine Viertelstunde jetzt ungefähr. Nur so wenige Brocken, 20 Minuten sogar sind es schon fast. Das waren jetzt gerade die ersten. Also es ist noch nicht so der Burner. Alles unter 10 Kilo. Zitrone, ja, ganz nett. Aber ich denke, da brauchen wir dann doch eher noch ein bisschen mehr Sonnenschein und warme Temperaturen. Die kommen allerdings in den nächsten Stunden nicht. Heißt also für mich, einzige Möglichkeit, hier jetzt erfolgreich weiter zu angeln. Ich gehe entweder auf Muschel. Ich glaube, Muschel werde ich nächstes Mal nehmen. Ich baue nochmal alles um. Gehe dann schön auf Muschel und probiere es dann damit weiter. Oder ich gehe einfach nochmal weiter. Jetzt war ich ja schon hier. Dann war ich hier. Ich kann vielleicht einfach mal gegenüber mich hinstellen und baller dann da mal auch da wieder 35 Meter mit der Muschel rein. Also das sind jetzt gerade so ein bisschen die Möglichkeiten. Ja, richtig effektiv ist es hier jetzt gerade nicht. Wie gesagt, Zitrus und dieses Tropische und diese saftigen Früchte und sowas ballert hier deutlich besser bei guten, warmen Temperaturen. Ich würde sagen, wir gehen mal nochmal schnell verkaufen, gucken uns nochmal eben den Kescher an, ob sich das zumindest bei diesem grauen Wetter hier hinten am Druidenbaum gelohnt hat. Das Wetter war ja gerade ähnlich, hat vielleicht noch nicht geregnet, aber grau war es trotzdem. Also schauen wir mal eben rein in den Kescher. So, und da sind wir auch schon am Fischmarkt. Also, der erste Kescher, nee, der war sogar bis hier, in gut 30 Minuten, hat natürlich mit 355 schon ganz vernünftig reingeballert. 355 nicht für eine Stunde, 355 für, ja, ziemlich genau eine halbe Stunde. Also es war relativ knapp eigentlich nur da geangelt. Trotz allem, also wären jetzt hier natürlich nicht die schönen Geister mit dabei gewesen. Auch wieder so ein heikles Dingen. Aber viele so kleine Aalande und sowas. Schwierig. Und jetzt gerade der letzte Spot nochmal knappe 100 Silber. Aber allerdings auch hier 30 Minuten. Und da sieht man natürlich schon, wie der Riesenunterschied ist. Also Spot Nummer 1.
würde ich sagen, mit Zitrone zurzeit immer noch gut, allerdings bei Sonnenschein. Spot Nummer 2. Ich denke, der funktioniert auch ganz gut, auch immer noch bei schlechtem Wetter. In Gänze knapp 450 beziehungsweise mehr. 550, ich habe ja 2 Fische im Kaffeeauftrag schon abgegeben. 550 Silber für insgesamt gut eine Stunde. Schmeckt, kann man immer noch machen. Ich sortiere nochmal eben nach Price. Und dann sehen wir natürlich hier die Preistreiber. Das sind natürlich die Geisterschuppenkarpfen. Petri, ihr Lümmels, ran hier an den Bernie, wenn ihr schon könnt. Übertreibt es nicht mit euren Sets, also zwingt eure Sets nicht unnötig viel Verschleiß auf, sondern geht da entspannt ran. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, euer Set nicht ganz so groß habt, vielleicht erstmal an dem Einser-Spot auf easy rangehen. Petri, bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video.